Hallo und herzlich willkommen bei Indras Basteloase. Ich habe heute wieder eine schöne Bastelidee für euch. Und zwar entweder zum Geburtstag, wie es auch schon draufsteht. Oder ich finde es auch jetzt für Fasching eine schlaue Idee, weil Fasching ja leider ausfallen muss dieses Jahr. Und um dennoch ein bisschen Faschingsstimmung aufzubringen, denke ich, wäre dieses Büchlein auch eine nette Geschenkidee. Aber eben wie gesagt auch schön zu einem Geburtstag. Es ist in so einer Buchform, also ihr seht ja, das ist hier einmal hat eine Dicke von 1,5 cm. Hier vorne mit so einer Lasche zum Aufmachen, es hebt mit Magnetverschluss. Und dann habe ich hier auf der ersten Klappe eine Tasche für eine Karte aufgebracht und habe dann hier einmal eine schöne Klappkarte drin, wo man jetzt eben einen schönen Geburtstagsgruß reinschreiben kann. Und wenn ich dann die zweite Klappe öffne, dann komme ich hier in einmal so eine Tasche, wo so ein kleines Tassenküchlein reinpasst. Ja, gerade jetzt zu Corona, wo man sich ja sowieso nicht besuchen darf zum Geburtstag, ist das einfach eine nette Geschenkidee, sodass man eben dem Geburtstagskind, der kann sich dann hier in der Mikrowelle geschwind einen Kuchen aufbacken. Hier haben wir ein Täschchen für drei Wunderkerzen, so kommt ein bisschen eine Partystimmung auf und für die Party dann noch ein bisschen Konfetti und so muss man sich eben dieses Jahr seinen Geburtstag allein oder halt im engsten Kreis mit Familie ja so schön wie möglich eben gestalten. Gestaltet habe ich das Ganze mit dem Designerpapier Wiesenblumen. Das ist ja in der Celebration noch bis Ende Februar, ab 60 Euro Bestellwert. Kann man sich das gratis aussuchen. Also wie gesagt, sie läuft noch bis 28. Februar 2021. Und da habe ich es jetzt mal in diesen zwei Designs schon mal gestaltet. Auch hier diese wunderschönen Blumen. Und hier das Kärtchen, hier habe ich nur ein einfaches Kärtchen gemacht. Ich fand jetzt aber die Klappkartenvariante schöner. Deswegen werden wir es jetzt zusammen in der Klappkartenvariante basteln. Auch hier ist ein Magnetverschluss. Genau. Und wie ich das gemacht habe, möchte ich euch jetzt zeigen. Es sind diesmal sehr viele Maße und sehr viele Sachen zum schon mal vorschneiden. Deswegen habe ich jetzt diesmal eine Materialliste erstellt und werde jetzt im Video keine Maße nennen. Ihr findet die Materialliste auf meiner Homepage. Ich verlinke euch die direkt unten in der Infobox. Da findet ihr dann auch die Bastelanleitung dazu und eben auch, wie gesagt, diese Materialliste. Oder ihr haltet jetzt schon das Video an und schneidet euch schon mal alles komplett so zu, wie es hier drauf steht. Und dann werden wir jetzt im Video Schritt für Schritt diese 8 Punkte durchgehen. Und dann könnt ihr das eben schon gleich mitbasteln. Also, wir fangen an mit dem ersten Packen. Das ist der Umschlag. Für den Umschlag stehen drei Größen Farbkarton drauf. Ich habe es immer benannt in Farbkarton 1 und Farbkarton 2. Das ist eben die Farbkarton 1 ist die Farbe vom Umschlag und Farbkarton 2 ist dann immer die Farbe der Mattung. Und dann habe ich noch DSP 1, das ist eben die Seite, die ihr hier als Vorderseite möchtet. Und als DSP 2, das ist bei mir jetzt immer die Rückseite vom DSP, das wäre dann eben dieses zweite Design. So, wir brauchen von den drei Farbkartonstücken das größte, das ist unser Rücken. Und das wird einmal gefalzt auf der einen Seite bei 1,5. Und dann drehen wir es uns rum um 180 Grad und falzen die andere Seite bei 1,2. So, und so legen wir es dann auch vor uns hin, dass links die 1,5 breite Seite ist. Das ist eben hier die linke Seite, die ist ein bisschen breiter. Und hier rechts haben wir die 1,2 cm. Und genauso machen wir es jetzt auch mit den Klappen. Die schmälere Klappe ist jetzt aber die mit dem breiteren Rand. Also wir haben jetzt noch zwei Designerpapiere, ein schmäleres und ein breiteres. Wir fangen mit dem schmäleren an und falzen uns das bei 1,5.
Das gibt dann hier die linke Klappe. Und da die ein bisschen kürzer ist, ist eben auch das Design, der Farbkarton kürzer. Und dann das breitere Stück, falls nur uns auf einer Seite bei 1,2. Das gibt die rechte Klappe. Ich habe das jetzt bewusst aus drei Stückchen Farbkarton gemacht, sodass die Seitenteile immer gleich aus zwei Lagen bestehen und damit einfach ein bisschen stabiler werden. Jetzt falzen wir uns mal die ganzen Falzlinien einmal nach und dann werden die gleich zusammengeklebt und das Ganze gibt dann eben unser Buch. So, das ist ja meine Deckellasche und ich möchte, dass hier die obere Kante die schöne Kante ist, dass ich hier also keine Klebestelle habe. Das heißt, ich klebe mir das hier unten hin und klebe das Innenteil also von innen hier dagegen, sodass ich die Klebekante hier innen habe. Nehme ich mir mein Tombow, ich habe mir den ja in diese kleinen Fläschchen gefüllt, die könnt ihr bei mir beziehen. Da könnt ihr einfach mal auf meiner Homepage schauen unter der Rubrik Produkte Shop. Und da findet ihr diese kleinen Fläschchen. Die haben eben hier so eine dünne, schöne Metallspitze und werden verschlossen mit dieser Nadel. Ich habe mir den dann einfach in so ein kleines leeres Marmeladenglas, stelle ich mir den mal kopfüber rein und dann habe ich eben den Kleber immer unten schon und kann also gleich drauf loskleben. So, die werden jetzt so übereinander geklebt, dass jeweils die Falzlinie noch frei bleibt, sodass ich eben schön das noch falten kann und sich da nichts im Wege ist. So, das Ganze gut andrücken. Sollte ein bisschen vom Flüssigkleber rausquillen, einfach so einen Klebemittelradierer nehmen. Auch den findet ihr in meinem Shop. Und den überschüssigen Kleber gerade wegradieren. Das gleiche machen wir mit der rechten Klappe. Auch hier mache ich die das Innenteil von innen an das Außenteil, sodass ich auch hier die schöne Kante eben außen habe. Und damit ist unsere Hülle vom Prinzip schon fertig. Dann geht es los mit Punkt 2. Das werden wir jetzt außen auf den Deckel kleben. Also einmal die Mattung vom Designerpapier, also das Designerpapier auf die Mattung und beides zusammen dann auf die Vorderseite kleben. So, dann kommen wir zur Nummer 3. Wir haben jetzt schon ein paar mehr Teile und da müssen wir jetzt auch auf die Reihenfolge achten. Also, wir haben ein kleines Stückchen Band dabei, das gibt hier unsere Lasche und mit dem müssen wir auch anfangen, dass wir uns das Innen hier an die linke Klappe kleben und zwar so ein guten Zentimeter eben überstehen lassen und ich mache das gerade mit ein Stückchen doppelseitigem Klebeband. Falte mir das Band einmal so in der Mitte eben zu so einer Schlaufe und klebe mir das einmal hier fest. So, dann geht es weiter, dass wir uns die Mattung aufkleben. Wichtig ist noch nicht das Designerpapier,
sondern jetzt lediglich mal die Farbkartonmattung. So, bevor die Mattung hinkommt, müssen wir jetzt unser Täschchen basteln für die Karte. Da haben wir das zweite Stückchen Farbkarton von der Nummer 3 der Materialliste. Und das müssen wir uns jetzt falzen. Und zwar einmal eine lange Seite bei einem Zentimeter und die beiden kurzen Seiten jeweils bei einem Zentimeter falzen. Das sind unsere Klebelaschen, wo wir das Täschchen jetzt eben ankleben. Die werden dann auch gleich abgeschrägt. Und zwar so arg abgeschrägt, dass wenn ich die jetzt gleich nach hinten knick, dass die sich nicht überlappen. Also einmal die Klebelaschen nachfalzen, auch richtig schön eng andrücken. Und hier darf sich jetzt eben das Eck nicht überlappen, sondern die sollen so schön nebeneinander liegen. Einfach um nicht nochmal zusätzlich Dicke aufzubauen. So, wenn jetzt hier am Eck noch ein bisschen was übersteht, dann kann man das noch mit der Schere einfach nochmal abschneiden. So. Und hier innen, also das ist unsere Tasche, die jetzt hier drauf kommt. Und hier innen rein kommt jetzt unser Designerpapier. Ich mag das immer nicht, wenn die Klappen aufs Designerpapier geklebt werden, weil ich dann, wenn ich was einschieben möchte, immer an diesen Klebelaschen hängen bleibe. Deswegen mache ich bei so Taschen immer das Designerpapier in die Tasche rein. Wenn ich jetzt was einschieben möchte, dann habe ich eben keine störende Klebelasche. Jetzt muss ich es also so, ich möchte das Design sehen, also drehe ich mir beides um und klebe jetzt eben diese drei Laschen hinten an das Designerpapier. Das kann man entweder mit Flüssigkleber machen oder aber mit doppelseitigem Klebeband. Mache ich es nochmal kurz weg. Und jetzt lege ich mir es eben genau mittig hier rein, das Designerpapier, und dann löse ich die Schutzfolie und klappe es gerade einmal um. So. Das können wir wieder gut andrücken. Und so wird jetzt beides zusammen hier auf unsere Mattung geklebt. Das mache ich jetzt wieder mit Flüssigkleber. Die Tasche soll ja links sein. So, jetzt haben wir noch ein letztes Stückchen übrig von unserem dritten Punkt der Materialliste. Das wird gleich hier aufgeklebt, aber vorher bringen wir jetzt noch unser Magnetpaar an. Ich hatte bisher in meinem Shop euch diese Magnete mal angeboten. Die haben einen Durchmesser von 8 mm und eine Dicke von 0,75 mm. Jetzt habe ich zusätzlich noch zwei andere Größen. Ich lasse mal hier liegen, dass ihr es im Vergleich seht. Und zwar haben die jetzt einen Durchmesser von einem Zentimeter und die haben jetzt aber nur eine Stärke von 0,6 mm. Die sind also nochmal dünner wie die und dadurch fallen sie natürlich so oder tragen sie unterm Designerpapier wesentlich weniger auf.
Mit denen werde ich jetzt arbeiten. Von der Haftkraft sind sie fast gleich. Die hier haben 330 Gramm und die hier haben 320 Gramm. Ich denke mal, da wird man jetzt keinen Unterschied merken, diese 10 Gramm Unterschied. Und ich arbeite jetzt eigentlich fast nur noch mit denen. Also wenn man den Platz hat, hier ist jetzt ja vom Durchmesser her ziemlich egal, ob die 8 oder die 10 mm. Und deswegen arbeite ich jetzt mit den ganz dünnen. Und was ich noch als dritte Variante habe, sind die in 10 mm Durchmesser und 1 mm Stärke. Die sind jetzt eben gedacht für Projekte, die viel Haftkraft brauchen. Die haben nämlich eine Haftkraft von 560 Gramm und die halten dann schon richtig viel, tragen aber natürlich schon ein bisschen Ärger auf. Also jetzt bei sowas brauche ich es jetzt nicht. Aber wenn man halt bestimmte Boxen hat, wo wirklich der Deckel gut heben muss oder was auch immer, dann wären die ideal dafür. Ihr findet die auf meiner Homepage unter der Rubrik Produkte Shop. Schaut da einfach mal vorbei. Ich nehme jetzt also die 10x0,6. Nehme mir da ein paar und bringe das einmal hier so mittig ungefähr an. Und auch von der Breite der Tasche ein bisschen nach rechts versetzt. Den zweiten nehme ich jetzt erstmal ab. Und klebe jetzt hier mein Designerpapier drüber. Ich habe jetzt vom Designerpapier ja immer die Vorder- und Rückseite verwendet. Also das Design 1 ist eben bei mir das mit die Vorderseite, die mit den Blumen. Und das Design 2 habe ich jetzt einfach die passende Rückseite gewählt. Bei dem Papier passt die bei fast allen Designs wunderschön die Rückseite dazu. Und bei dem ersten Blumendesign, das ich beim ersten Büchle verwendet habe, da habe ich jetzt ein anderes Designerpapier, die Rückseite, verwendet. Aber das müsst ihr einfach mal schauen, was euch da dann immer dazu gefällt eben. So. Dann kommen wir schon zur Position 4. Das ist jetzt einfach nur Mattung und Designerpapier für die rechte Klappe. Und zwar, also rechte Klappe, Außenseite, auch hier zuerst mal nur den Farbkarton aufbringen, weil dann kommt ja unser Gegenmagnet einmal noch hin. So. Bevor wir jetzt das Designerpapier drüber kleben, nehmen wir jetzt unseren zweiten Magneten vom Magnetpaar, lassen den hier andotzen, lösen die Schutzfolie und jetzt müssen wir es uns eben so hinstellen, dass es exakt alles übereinander liegt, wie es hin soll. Und wenn es dann richtig passt, dann drücke ich mir den Magnet einmal hier fest, dass er jetzt eben hier kleben bleibt. Und so ist jetzt mein Verschlussmagnet angebracht. Und jetzt kann ich auch den verdecken mit dem Designerpapier. Ich habe jetzt auch hier das Design 2 hingeschrieben, einfach um da ein bisschen Abwechslung reinzubringen, nur das nicht so, also dass überall die Blumen eben sind. Dann kommen wir schon zu fünftens. Da haben wir jetzt schon ein bisschen mehr an Material. Und auch ein paar mehr Schritte. So, hier können wir schon mal das Designerpapier auf die Mattung aufkleben. Da jetzt wieder die Blumenseite oben. Arbeiten jetzt hier im Mittelteil. So, das dürfen wir jetzt aber noch nicht einkleben. Da kommt jetzt erst noch ein bisschen was anderes. Dann haben wir hier die zwei langen, dünnen Teile. Das ist unsere Klappe. Mit der fangen wir auch gleich mal an. Da müssen wir den Farbkarton einmal bei 2 cm an der langen Seite falzen
Das ist unsere Klebelasche. Und das andere Ende, das wird einmal abgerundet. Dazu habe ich meine Trio-Stanze. Die hat ja hier diesen Eckenabrunder an einer Stelle. Und genauso das Designerpapier, das ist, wird nach später hier aufgeklebt. Auch hier werde ich mir zwei Ecken abrunden. Und das aber noch nicht aufkleben. Auch hier kommt nachher noch ein Magnet drunter. So, die Falz kann ich mir einmal nachfalzen. Und die Klappe kann ich jetzt auch schon einmal hier hinten ankleben. Mittig, ich mache es immer nach Augenmaß. Einmal einfach an der Klappe hinten an die Mattung festkleben. Ihr könnt es auch abmessen, dass ihr genau mittig seid. Auch hier wieder die Falzlinie schön rausschauen lassen noch, dass man es schön umknicken kann. So, also das Designerpapier noch nicht aufbringen und das auch noch nicht hier einkleben. Was wir jetzt als erstes machen müssen, ist die Tasche für unseren Tassenkuchen. Das ist das größere Farbkartonstück, das im Material dabei war. Und auch hier werden wir uns jetzt drei Seiten falzen. Und zwar sind es die beiden kürzeren Seiten bei einem Zentimeter und die eine der langen Seiten bei einem Zentimeter. Auch hier sind es wieder unsere Klebelaschen und das gleiche Spiel wie gerade eben. Wir schrägen uns das so ab, dass es sich hinten nicht überlappt. Falten die Laschen einmal nach hinten. Und falzen sie uns gut nach. So, hier haben wir jetzt eine kleine Besonderheit. Hier müssen wir uns jetzt erst die Tasche aufkleben und müssen dann das Designerpapier einschieben. Das sage ich euch gleich warum. Wir bringen uns jetzt auch hier das doppelseitige Klebeband an. Und zwar jetzt nicht auf der Innenseite, weil ich jetzt nicht das DSP hier reinklebe, sondern auf der Außenseite, weil ich die jetzt erstmal hier einkleben muss. Also, ich zeige euch gleich aber, wie es geht, weil ihr müsst da auf was achten. Ich bringe das Klebeband jetzt auch schön an der Außenkante an, einfach, dass es da schön hält dann. So, und jetzt fangen wir mal an, dass wir nur die Unterseite ablösen. Die Unterseite bringen wir jetzt ziemlich Kante auf Kante einmal hier unten an. Das passt gerade so rein zwischen die zwei Falzlinien. Also da ist eigentlich kaum Spiel. Und so bringen wir es uns jetzt einmal hier bündig unten an den Rand an. So, und bevor wir jetzt, also die Seiten ziehen wir jetzt gleich ab und dann kleben wir es aber nicht so komplett glatt auf, sondern wir gehen jetzt rechts und links, schieben wir es uns so einen Millimeter vom Rand weg. So dass ihr seht, hier steht es dann so hoch. Die Tassenkuchentüten, da ist relativ viel Material drin, also die sind schon ein bisschen dick. Wenn ich das jetzt so flach aufkleben würde, dann passt die hier nicht rein. Deswegen eben rechts und links einen Millimeter nach innen schieben, so dass sich die so wölbt. Und dann kriege ich eben hier meinen Tassenkuchen auch eingeschoben. Also, unten haben wir es festgeklebt. Jetzt löse ich mir rechts und links die Schutzfolie ab. Klapp's schon mal runter und muss es aber jetzt eben rechts und links so einen Millimeter nach innen schieben. Ihr habt ja hier die Falzlinien, wo ihr euch orientieren könnt und da einfach einen Millimeter von der Falzlinie nach innen geklebt, das einmal ankleben und genauso hier drüben. So,
Und jetzt passt nämlich dann eben hier unsere Tüte rein. So, und jetzt können wir uns hier unser Designerpapier einmal hier einkleben. Da muss man jetzt halt ein bisschen aufpassen, dass man hinten auch wieder über die Lasche kommt. Jetzt, wenn man da alles ein bisschen hängt, dann auch so ein bisschen eine Wölbung machen beim Einschieben. Und dann kommt man eigentlich ganz gut drüber. Also ich mache es jetzt hier mit Flüssigkleber. Und mache jetzt eben so eine kleine Wölbung hier, dass ich es hier gut eingeschoben kriege und eben unten über die Lasche drüber. Und dann kann ich mir es hier schön mittig einmal einkleben. Ich kann jetzt auch mit dem Falzbein das Innen in der Tasche schön andrücken, sodass es eben überall hält. So, dann können wir schon mal den Farbkarton hier aufbringen. Achtung, noch kein Designerpapier, weil auch hier kommt der Magnet drunter. Aber den Farbkarton können wir schon mal aufkleben. Ihr müsst jetzt eben die Rundung mit festkleben einfach. Also da muss man jetzt ein bisschen länger festheben, dass der sich hier nicht immer wieder löst. So, und dann ist es am besten, man macht den Tassenkuchen schon mal rein, das Pulver auch so ein bisschen nach oben schütteln, dass eben nicht alles nur unten drin hängt. Die passt auch gerade so hier rein, also da ist im Prinzip gar kein Spiel. Dann schieben wir sie uns einmal ganz runter und dann haben wir hier unsere Verschlussklappe. Da fangen wir jetzt auch an, dass wir den Magnet anbringen. Und zwar brauchen wir da jetzt eben ein zweites Magnetpaar. Und den ersten Magneten, den bringe ich jetzt hier aufs Designerpapier an, sonst passt die Klebefläche nicht. Also die Klebefläche jetzt einmal hier aufs Designerpapier. So oben, unten, rechts und links ungefähr den gleichen Abstand. Einmal ankleben und so klebe ich mir es jetzt hier auf meine Lasche. Einmal auf. So, dann nehme ich das zweite Stück vom Paar, lasse es hier andotzen und jetzt habe ich eben hier die Klebeseite unten. Hätte ich das vorhin auf den Farbkarton geklebt, dann wäre jetzt hier die Klebeseite auf der falschen Seite. Die Schutzfolie lösen und jetzt einmal nach unten andrücken. Und jetzt können wir auch hier unser letztes Stückchen anbringen, das Designerpapier. Und dann kommen wir schon gleich zum sechsten Schritt. So, dann kommt die sechste Nummer. Die ist wieder ganz einfach. Da kleben wir jetzt einfach die beiden Sachen übereinander und können sie auch schon einkleben. So, dann kommen wir zur Nummer 7. Da haben wir jetzt ein paar Kleinteile. Und zwar gibt es hier die Tasche für meine drei Wunderkerzen und hier oben die kleine Tasche für mein Konfetti-Tütchen. Da müsst ihr mal schauen, dass ihr einfach so ein Tütchen euch so zurechtschneidet, dass ihr dann im Endeffekt eine Größe von 5 x 5 cm habt
und dann eben einfach die Ränder so umknicken und mit Tesafilm zukleben. Sollte halt im Endeffekt dann 5x5 cm sein, damit es in mein Täschchen reinpasst. Wir fangen an mit der Tasche für die Wunderkerzen. Da haben wir das etwas länglichere Stück und auch hier wieder das gleiche Spiel. Wir falzen uns 3 Seiten bei 1 cm, dass wir eben wieder die Klebelaschen haben. Wieder abschrägen. Nach hinten umknicken. Die Ecken wieder begradigen, wenn sie noch ein bisschen überstehen. So. Und jetzt werden wir hier das lange Stückchen Designerpapier wieder einkleben. Wie vorhin bei der ersten Karte, die wir, bei der Kartentasche. Ich möchte auch hier, dass diese Seite sichtbar ist. Klebe es also so rum von hinten hier ein. Auch das mache ich wieder mit doppelseitigem Klebeband. Hier muss ich jetzt darauf achten, dass ich das Band wirklich ganz außen am Rand anbringe, weil ich innen ein bisschen einen Abstand habe zum Designerpapier. Sonst würde ich mir meine Tasche selber zukleben, wenn ich jetzt zu nah an den Innenrand komme. Also wirklich ganz am äußeren Rand das Klebeband anbringen. Also das von Stampin' Up, das passt jetzt von der Breite dann eben richtig gut drauf. So. Dann, also so rum möchte ich es haben. Ich drehe mir es so rum. Lege es jetzt eben so ein, dass ich überall diesen Millimeter Abstand zur Falzlinie habe. Löse mir dann die Schutzfolie ab und klebe es einmal wieder fest. Und dadurch, dass ich eben jetzt den Millimeter Abstand habe, darf das Klebeband eben nicht zu nah an den Innenrand. Sonst, wie gesagt, klebe ich mir mein eigenes Täschchen zu wieder. Das Designerpapier ist aber mit Absicht diesen Millimeter oder 1,5 mm kleiner wie die Tasche, weil ich es eben genauso breit haben wollte wie die Mattung oder das Designerpapier, das jetzt eben hier drauf kommt. So hat es eben eine Linie. Das kann ich jetzt auch gleich machen. Also das kleine, schmale Designerpapier, was hier noch im Material mit drauf steht. Das ist jetzt hier die Mattung hier drauf. Und so kommt das Ganze jetzt einmal hier auf meine Rückseite. Oben bünde ich das Designerpapier abschließen lassen und hier unten ist dann das Designerpapier eben auch in einer Flucht. So, und ich habe somit eben wieder verhindert, dass ich hier beim Einschieben der Wunderkerzen irgendwo an so einer Lasche hängen bleibt. Deswegen eben die Innenauskleidung mit dem Designerpapier. So, das gleiche machen wir mit dem Täschchen für das Konfetti. Hier sind jetzt auch wieder die beiden kurzen Seiten. Meine Klebelaschen und die eine lange Seite.
Klebelaschen wieder abschrägen. Also wenn ihr das einmal das Prinzip verstanden habt, dann ist es ja wirklich immer das Gleiche. Wieder nach hinten umknicken. Überstehende Ecken wieder abschneiden. Dann das große Stück Designerpapier, das ist quadratisch. Das wieder hier einkleben. Vorher wieder das Klebeband anbringen. Auch hier wieder schön am äußeren Rand, weil hier haben wir das gleiche Spiel. Also das Designerpapier ist eben ein bisschen kleiner, damit es nachher wieder mit der Mattung übereinstimmt. Diese Seite möchte ich sehen. So drehe ich mir es dann also um. Überall den gleichen Abstand zu den Falzlinien. Und dann können wir es uns einkleben. So, das letzte Stückchen, das wir jetzt noch übrig haben, ist wieder hier die Mattung. Die können wir uns gleich aufkleben. Und so können wir das Täschchen jetzt noch hier oben rechts einkleben. Unser Konfettitütchen, das darf nicht zu prall gefüllt sein, dass es hier eben reinpasst in das Täschchen. So, was jetzt noch fehlt, ist die Karte. Und damit sind wir auch beim achten und letzten Punkt unserer Materialliste. Da haben wir hier einmal das große Stückchen Farbkarton. Es hat eine Breite von 16 cm, also die etwas längere Seite. Die müssen wir uns jetzt anlegen und falzen die bei 8 cm, also einmal in der Mitte gefalzt. Das ist dann unsere Grundkarte. Die kann man dann auch gleich nachfalzen. Und dann haben wir den weißen Farbkarton, der ist für innen, den werden wir uns aber erst noch bestempeln und für außen einfach Designerpapier und die schwarze Mattung. So, und das Ganze einmal hier aufkleben. Ich rate euch auch, das Plan aufzukleben und nicht mit Dimensionals, weil dadurch, dass ich jetzt eine Klappkarte gemacht habe, bei der ersten Variante hatte ich sehr eine Einfachkarte genommen, wird es jetzt doch schon relativ dick hier in der Tasche und dann hält irgendwann der Magnet doch nicht mehr. Dann müsst man also entweder auf den dickeren Magneten, damit der dickeren mit der höheren Haftkraft wechseln. Oder eben ja halt gucken, dass wir hier nicht allzu viel Dicke aufbauen und der Magnet dann eben hier noch seinen Kontakt behält. Also er hält schon, ihr seht, der Deckel öffnet sich nicht, aber wenn ich jetzt ein bisschen schüttel, dann fällt er halt doch ab. Also entweder dann zum dickeren Magneten gehen oder halt, ja, es muss jetzt auch nicht so viel halten. Es langt ja, wenn es so nicht gleich aufgeht. Genau, jetzt machen wir noch ein bisschen Deko auf die Karte. Das heißt, erstmal den Innenteil bestempeln. Zum Bestempeln habe ich diese zwei Stempelsets gewählt. Einmal aus der Celebration, das Stempelset so gut wie perfekt. Da hat es ein paar echt schöne Sprüche drin. Da habe ich
diesen Eilmeldungsspruch genommen, diesen schönen Geburtstag und die Kerzen. Und für außen drauf habe ich aus dem Stempelset Liebevolle Gedanken den Spruch zum Geburtstag. Und habe mir dann für außen auch schon mal einmal aus den Stanzformen Zieretiketten, die sind aus dem Jahreskatalog, habe ich mir einmal hier dieses längliche Etikett ausgestanzt. Und da kommt jetzt eben dieser größere Spruch zum Geburtstag drauf. Das stempel ich mit Memento. Das ist also für außen. Und dann für die Karte nehme ich einmal innen den Spruch Eilmeldung. Den stempel ich mir hier oben auf die Karte drauf. Und dann die Kerzen. Jetzt mal überlegen, mit welcher Farbe. Dann nehme ich, glaube ich, das Safrangelb, das hier drin vorkommt. Ich könnte auch das Grün nehmen, aber ich irgendwie zu Kerzen gefällt mir jetzt, glaube ich, das Gelb besser. So. Und das kommt jetzt einmal hier innen in die Karte. Und dann stempel ich mir noch geschwind die zwei anderen Sprüche, die ich dann hier noch ein bisschen in der Karte verziere. Einmal den und einmal diesen schönen Geburtstag. Und die werde ich mir dann gleich noch von Hand ausschneiden und hier in die Karte, in das Büchle einkleben. Dann kann nämlich hier das Stempelkissen weg. Und dann fangen wir mal an, dass wir die Karte ein bisschen verzieren. Und zwar nehme ich da einmal noch aus dem Streifen Designerpapier einfach so ein Stückchen, wo ich mir rechts und links ein bisschen abschräg. Einfach um das Muster hier nochmal mit aufzunehmen. Und dann ein Stückchen von dem Band, das ich ja hier auch schon verwendet habe, mache ich hier auch noch ein Stückchen mit hin. Auch hier schräge ich mir die Enden einmal ab. Und fange jetzt an, dass ich das Band mit einem Stückchen doppelseitigen Klebeband zuerst anbringe. Und dann den Designerpapierstreifen einmal hier drüber. So, und dann habe ich mir einfach aus den Resten vom Designerpapier schon mal ein paar der Blüten ausgeschnitten. Und da werde ich jetzt einfach hier noch ein paar drauf drapieren. Ich denke mal, da braucht man gar nicht viele, weil es sind ja schon auf dem Designerpapier welche drauf. Ich werde die hier flach aufkleben und dann die einmal noch mit dem Dimensional hier drüber. Schauen, dass er das, was mit Dimensionals aufklebt, dann eben hier auf der Seite ist, die ich nicht hier einschieben muss, sodass wir da eben nicht noch dicker werden. Also die links dann mit Flüssigkleber Plan aufkleben und die kann ich mit einem Dimensional da
dann ein bisschen erhaben, rechts drüber setzen. So. Kommt jetzt bei dem Design nicht ganz so schön. Bei dem hier fand ich es richtig cool. So, da sieht man, also ist die, dass der Kontrast einfach stärker, so Vorderrückseite vom DSP. Das ist jetzt hier nicht ganz so schön. Aber ja, schlecht finde ich es jetzt auch nicht. Und dann vielleicht noch mit ein paar Glitzersteinchen noch verzieren. Glitzersteinchen gehen eh immer. Und damit ist das Kärtchen auch schon fertig. Dann kann ich jetzt die restlichen Blumen einfach hier noch so ein bisschen verteilen. Wenn ich jetzt die hier so ein bisschen, wenn es, wo es sich wieder runterwölbt, anbringe, dann kann ich die auch mit dem Dimensional anbringen. Weil da ist ja die Höhe dann eh nicht mehr so arg. Also ich würde es jetzt nicht hier oben noch mit dem Dimensional anbringen, weil dann bauen wir ja noch mehr Dicke auf. Aber hier, wo es eh schon wieder so ein bisschen runter geht, da können wir jetzt die wirklich nochmal mit dem Dimensional hinmachen. Und das sieht dann halt doch gleich nochmal schöner aus. Auch hier, denke ich, können wir mit dem Dimensional arbeiten. Jetzt mal so einen kleinen. So, die braucht man nachher noch für außen. Dann geht es hier an die Sprüche, die ich noch aufgestempelt habe. Die werde ich mir jetzt einmal ausschneiden. Und zwar einmal so komplett um die Schrift drumherum. Immer so gucken, dass man so den gleichen Abstand zum Stempelabdruck hat. So, und den klebe ich mir dann nochmal auf grünen Farbkarton und schneide da nochmal im gleichen Abstand den grünen Farbkarton aus. Und dann hat man eben so ein schönes, ja, wie so ein Schatten drumherum eben. Das sieht richtig cool aus. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. So, jetzt werde ich hier diesen schönen Geburtstag einmal hier zur Hälfte ankleben. Also ich möchte, dass der eine Teil vom Spruch eben hier rüber schaut. Das heißt, ich darf nur bis hier meinen Kleber anbringen. Und klebe den einmal hier auf die Tasche der Karte. Natürlich könnte man den auch auf die Karte selber kleben, aber wenn man sie dann eben einschiebt, sieht man ja nur zur Hälfte. Deswegen fand ich so eigentlich ganz schön. Und diesen Spruch, den möchte ich noch hier anbringen. Da werde ich auch hier nochmal, ja, ich glaube, ich bringe auch nochmal so ein bisschen Band an. Einfach so das gleiche nochmal haben wie hier. Do it.
innen alles fertig. Hier könnte man noch Blümchen anbringen. Jetzt mal gucken, wie wir außen am Etikett, ob wir da noch Blümchen brauchen. Das bringe ich jetzt erstmal mit Dimensionals an. Ich denke, hier langt die eine Blume. Sonst wird es einfach ein bisschen zu viel mit dem Hintergrund. Und die bringe ich mir hier mit einem Mini-Dimensional an. So, dann habe ich die letzten beiden Blüten noch für hier. Hier außen noch ein paar Glitzersteinchen hin und dann haben wir's. Und damit wäre mein Tassenkuchenbüchlein fertig. Ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie euch die Variante gefallen hat, dass ich euch am Anfang die komplette Materialliste zeige oder eben auch zum Ausdrucken auf meiner Homepage und im Video selber dann quasi gar keine Maße mehr nennen, oder ob euch so besser gefällt, wie ich es bisher gemacht habe, dass ich immer, wenn ich ein Material eben reinbringe, dass ich da dann die Maße dazu sage und die auch im Video aufblenden lasse. Gebt mir da einfach mal Rückmeldung, was euch besser gefallen hat, und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen hoch da. Hier geht's zu meinem nächsten Video. Hier kannst du meinen Kanal abonnieren. Aktiviere am besten auch gleich die Glocke, um keines meiner Videos mehr zu verpassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder mit dabei bist. Bis dahin, tschüss!